So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Wir sind zurück in der Schweiz. Ich mache mich hier gerade auf dem Weg ins Gym. Ich möchte euch mal ein kleines Status-Update geben plus auch einen kleinen Formcheck und somit lasst uns hier direkt auf den Weg gehen. Jetzt natürlich mit einem kleinen Autotalk hier, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Wir haben nur einen kurzen Weg ins Gym und somit machen wir uns hier auf den Weg in diesem Audi A3 hier. So, die letzten Tage, als ich bei Daniel war, lief wirklich sehr, sehr gut momentan. Wieder gut in der Routine drin. Ich muss sagen, mein Gewicht ist momentan ein bisschen nach oben am Gehen. Aber ich weiß nicht genau, mit was das zu tun hat. Wir sind jetzt auch schon in der fünften Woche, ohne krank zu werden. Das schätze ich auf jeden Fall richtig, richtig hart. Ihr wisst ja, ich hatte davor jetzt wirklich eine ziemlich lange Krankheitsphase. Und bin froh, jetzt wieder trainieren zu können. Heute übrigens geht es in die Schulter-Arm-Einheit, nachdem wir dann noch einen kleinen Formcheck gemacht haben. Ich werde euch da einfach mal wirklich kalt, flach die nackte Wahrheit zeigen. Ja, ich bin momentan 95 Kilo schwer, also die tiefste Einwaage war jetzt so bei 94 Kilo, jetzt bin ich 95, also da ging es schon ein bisschen nach oben, muss aber auch sagen, die Fullness ist wieder deutlich besser, aber das werdet ihr gleich jetzt dann sehen. Auch die Trainingsperformance ist wirklich nochmals richtig, richtig stark nach oben gegangen und ich habe wirklich das Gefühl jetzt, es geht ja jetzt noch circa 2 Monate, bis wir in die Prep starten, also 8 Wochen, dass ich da echt nochmal wirklich was rausholen kann. Also das wird schon wirklich stabil. Übrigens hier diese nervige 30er, jetzt können wir da ein bisschen mehr drücken. Kleiner Fun Fact, ich bin früher wirklich nicht gerne Auto gefahren, aber seitdem ich ein neues Auto habe, macht das natürlich deutlich mehr Bock, auch letztes Mal nach Deutschland zu fahren. War sehr, sehr stabil. Ja, heute geht es in eine Schulterarmeinheit mit einem Athleten. Allgemein Coaching läuft momentan sehr, sehr gut. Ja, ich bin momentan fast voll. Also ich habe jetzt fast die 50 Athleten geknackt und ja, das ist auch so die Baseline, die ich dann in der Prep auch fahren möchte. Mehr als das, keine Ahnung, ist dann einfach mit der Prep zusammen wahrscheinlich zu viel. So, jetzt drücken wir hier mal ein bisschen drauf. Ja, ich möchte hier einfach 50 Athleten handeln und ja, dann auch nebenbei auf Social Media für euch noch guten Content liefern. Also falls ihr ins Team Gymbrain kommt, wir haben ja 3 weitere Coaches, die noch wirklich sehr kompetent sind. Bela, Adrian und Toni. Und da könnt ihr euch auch weiterhin melden, falls ihr ja ins Team kommen möchtet. So Freunde, wie versprochen gibt es jetzt den Formcheck. Wir sind hier ohne Pump am Start, in natürlichem Licht, kein anaboles Licht, wirklich komplette Transparenz hier. Ja, ich muss sagen, die Fullness ist hier gut zurückgekommen im Look und wir schauen uns das Ganze jetzt gemeinsam an. Ich sehe es selber auch im Spiegel, was hier sehr geil ist und kann das Ganze für euch ein wenig kommentieren. Komplett flach unterwegs heute, komplett leer noch. Jetzt gestern auch einen Leg Day gehabt, hier Front relaxed und wir machen hier direkt den ersten Quarter Turn. Ich finde bei mir allgemein die Side Posen immer besser als die Front Posen, weil ich einfach ziemlich enge Schulterblätter habe oder nicht breite Schulterblätter, dementsprechend die Side Posen hier immer besser. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass da kein Pump drin ist, weil es sieht dann doch immer noch mal ein bisschen brachialer aus. Wir gehen in die Rückenpose. Back relaxed. Hier habe ich das Gefühl, ist wirklich auch im letzten Aufbau nochmals gut was dazugekommen. Jetzt hier in den Lats. Ja, das Ziel jetzt ganz klar, noch die Rear Delts aufs nächste Level zu bringen. Die Lats so als kleiner Sidequest. Der Front Double Biceps. Da finde ich die Arme jetzt nicht mehr unbedingt abfallen. Ich finde, da könnte noch ein bisschen mehr Lat reinkommen. Und dann wäre das schon sehr, sehr stabil. Die wird langsam auch wieder besser. In der Offseason natürlich bodenlos. Jetzt langsam geht das auch wieder klar. Und wir gehen jetzt in eine Pose, die mir ziemlich gut steht. Und zwar die Side Chest. Hier das Licht natürlich nicht ganz so optimal. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem das gut nachvollziehen. Hier noch kurz Glut rein, damit ihr da das Conditioning auch nachvollziehen könnt. Ja, jetzt momentan mit 95, 96 Kilo unterwegs hier. Wir machen noch die Pose in die andere Richtung. Ja, hier das Licht viel besser, aber ist meiner Meinung nach eigentlich die schwächere Seite. Wir gehen in den Side Triceps. Die Pose ist auch meiner Meinung nach gut gekommen. Licht jetzt hier wieder bodenlos.
Somit gehen wir auf die andere Seite. Auch da sieht es nicht so verkehrt aus, aber ein bisschen schlechter halt. Und wir gehen in die Rückenposen. Hier kurz Hamstring Separations sind auch schon leicht drin. Hamstring von hinten sieht leider nie ganz so gut aus wie von der Seite. Keine Ahnung, was das liegt. Back Lat Spread. Wenn ich kalt bin, bringe ich irgendwie die Lats nie so richtig gut raus. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht. Jetzt Back Double Biceps. Ja, Posen, die ich von mir jetzt nicht so unglaublich schwach finde, aber auch nicht unglaublich stark. Abs and Thighs, auch eine Pose, die sicherlich nicht schlecht ist. Ja, wenn ich leaner werde, ist auch die Physik nicht mehr so blocky, wenn ich so in der Offseason bin. Sieht so aus, als hätte ich eine fette Waist, aber wenn dann hier langsam die Shreds reinkommen, sieht das dann auch schon wieder ein bisschen angenehmer aus. Bin echt nicht happy, wie das Licht aussieht. So, jetzt noch hier Most Muscular. Und dann wäre es das schon gewesen hier mit dem Formcheck. Ihr seht jetzt dann gleich noch Ausschnitte aus dem Training. Viel Spaß dabei. Es geht ins Schulter-Arm-Workout. Da muss natürlich auch noch am meisten Masse drauf. Aber das Paket meiner Meinung nach jetzt nochmals deutlich, deutlich ausgeglichener geworden. Los geht's mit der Einheit. Wir starten direkt rein mit Seitheben mit der Kurzhantel. Wir werden jetzt die 28er bewegt. Ich werde jetzt hier einfach noch ein paar kleine Ausschnitte aus dem Schulterarmtraining mit reinnehmen. Let's fucking go. Die Einheit heute ist relativ simpel. Wir gehen von seitlicher Schulter zu vorderer Schulter zu Trizeps, zu hinterer Schulter zum Bizeps. Jeweils zwei Übungen, jeweils zwei bis drei Sätze einfach reinholzen. Also hier gar kein Geheimnis. Daniel macht hier keine Gefangenen und das machen wir jetzt hier auch. So, wir machen jetzt diese Schulterpresse. Daniel hat mir initial diese 45 Grad Schulterpresse reingemacht, aber die hat mir irgendwie nicht so gut gepasst. Darum gibt es jetzt die. Das ist eine Schulterpresse, die es in verdammt vielen Gyms gibt, aber irgendwie ist die einfach geiler. Hier wird es jetzt mal, das einzige Mal in der heutigen Einheit, ein wenig schwerer. Come on. Yes. Der hat sich gut bewegt, heute übrigens ohne Mucke am Start, also das kann mir niemand mehr was vorwerfen, dass man sich ohne Mucke nicht pushen kann. Ich habe dieses Argument noch nie ganz verstanden, aber heute, wenn man jemanden trainiert, auch mal ohne Musik möglich. Allgemein die Atmosphäre hier im Gym wird immer besser, dementsprechend geht das absolut klar. Zweiter Satz, nur untere zwei Drittel der Range für noch ein bisschen mehr Spannung in der Dehnung. Und weiter geht hier die Reise mit der hinteren Schulter. Also der Athlet hat sich auf jeden Fall die richtige Einheit ausgesucht. Hier läuft wirklich monotones Pumpen. Drei Sätze da, vier Sätze jetzt hier. Wir haben jetzt gerade Katana Extensions gemacht. Jetzt geht es hier weiter mit Rear Delt Flies. Wenn ihr schwer arbeitet an der V-Station oder an einem Kabelturm und ihr müsst diese Dinger greifen, nehmt hier die Zughilfen so, einmal so rundherum und dann könnt ihr die ganz easy so greifen. Jetzt wird sich für die Arm Gains noch auf den Boden gelegt. Ja.
Freunde, jetzt noch kurz kleiner Formcheck. Jetzt hier natürlich noch mit Pump. Wir müssen schauen, dass wir uns da wieder richtig positionieren. Sieht natürlich dann immer direkt nochmals ein wenig anders aus, ein wenig geiler aus. Jetzt einfach in den Schultern und in den Armen wirklich massiver Pump abgeholt. Natürlich hier auch ein Kraft, der im System ist, der dem noch ein bisschen geholfen hat. Yes, jetzt geht's nach Hause und gibt's ein dickes Post-Workout-Meal.